Moin, hier ist wieder euer Lotitan alias Sandanken. Ich grüße auch mal die ganze kranke Gesellschaft. Hallo, ihr kranken Spinner. Ja? Bücksklaven des Systems. Hier. Ihr meint also, ich sei rechts, weil ich kurze Haare habe, wurde geäußert. Ja? Ich wäre braun, blau-braun. Kinderkacke, ja. Ohne Verstand und ohne Bildung, wie ich es ja immer wieder sage, ihr präsentiert es ja auch immer wieder, eure Verstandlosigkeit und euren Bildungsmangel. Ja, also man kann nicht eine Orientierung wie wie ein Fehlverhalten, das rechte Gedankengut oder sowas, festmachen an kurze Haare, ja. Es gibt eben Menschen, die haben mehr Haare, es gibt Menschen, die haben weniger Haare. Es gibt Menschen, die sind halt, ja, jünger, es gibt Menschen, die sind älter. Es gibt Menschen, die sind männlich, es gibt Menschen, die sind weiblich. Es gibt Menschen, die sind schwarz, es gibt Menschen, die sind weiß. Es gibt Menschen, die sind rot, es gibt Menschen, die sind gelb, ja. Macht euch mal klar, dass wir alle verschieden sind und dass Verschiedenheit wichtig ist, ja. Wir sind nicht alle gleich, das ist Bullshit, ja. Das ist rechte Propaganda. Alles gleich machen, alles anpassen, alles in eine Einigkeit packen. Das brauchen wir nicht. Davon müssen wir mal wegkommen. Ja, wir sind alle verschieden und das ist gut so. Ja, wichtig ist der Respekt und die Toleranz untereinander. Dass man das Gegenüber einander, das Gegenüber auch respektieren kann. Ja. So. Ich kann es hier auch nochmal sagen, auch wenn es die Leute nervt, die rechts sind und ungebildet. Ich bin schwerbehindert und habe einige Hürden im Leben. Dennoch stellt sich das Rechte immer wieder genau eben gerade gegen meine Behinderung und mich als Person und meint, mich diskriminieren, verhetzen und mit Gewalt übersehen zu müssen. Ja, und ich darf klar mal dazu Nein sagen. Ja, wenn ihr das Rechte einfach verleugnen wollt und wegmachen wollt und sagen, es gibt keine rechte Gewalt, das wäre das gleiche, als wenn ihr einer vergewaltigten Frau, die gerade missbraucht wurde, sagt, es gibt keine Vergewaltiger. Ja, es ist Bullshit, was ihr labert. Es ist eine Menge Bullshit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Euer Lord-Titan alias Sven Duncan, weg mit rechts. Ja, fuck auf rechts, spuck auf rechts. Ja, und gibt der Bildung und dem Verstand mal eine Chance, auch eben für Kinder. Ja, es beginnt eben auch schon in Kindergärten, in Schulen eine Verblödung. Ja. Nicht eine Schulbildung, sondern eine Verblödung in gewisser Linie, dass eben soziale Bildungspflicht vernachlässigt wird von Eltern, Lehrern und eben auch von Erziehungsberechtigten in Heimen oder sowas. Wo es eben nicht darum mehr geht, den Kids eine soziale, menschliche Bildung zu vermitteln und Verstand, sondern blinde Perfektion, damit sie sich bücken können für das materielle Geldsystem, ja. Damit sie als Rad in einer Fabrik sozusagen funktionieren. Ja, wir sind aber Menschen und keine Maschinen, wir sind auch keine Räder des Systems. Ja? Und ihr müsst euch endlich mal bewusst machen, dass wir verschieden sind, dass wir alle anders sind. Ich bin eben auch eingeschränkt und behindert. Das weiß ich auch, dazu stehe ich auch. Und ich finde es auch sehr schade, dass immer Behinderung gleichgesetzt wird mit dumm oder mit bescheuert oder sonst was. Ja, sieh dir mal den an, der ist behindert. Das ist so krank. Ich sage ja auch nicht irgendwo, sieh dir mal den an, der sieht aus wie ein Ausländer. Ja, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Niveau? Ja? Ich suche Leute, mit denen man klar in einer Bildung reden kann, mit denen man klar auf einen Nenner kommen kann, in denen man sagen kann, man ist verschieden und das ist gut so. Man braucht Respekt untereinander, man braucht Toleranz untereinander, man braucht Verständnis füreinander. Ja, für die Vielfalt, für Buntes, für Verschiedenes. Ja, deshalb sage ich ganz klar, spuck auf rechts, weg mit brauner Scheiße. Wir brauchen mehr bunte Vielfalt, mehr buntes Verständnis, mehr soziale Bildung, mehr ja, Verstand auch, ja, in dieser Gesellschaft, in der globalen Gesellschaft. Ich spreche nicht nur über Deutschland, weil es ist ein globales Problem. Es ist ein Problem, was sich in der Welt widerspiegelt. Komplett gesehen. Es gibt auch immer wieder Aufschreie und Reaktionen gegen diese rechte Pampe, die aber nicht ernst genommen wird. Dann kommt es zu Amokläufen oder Gewaltreaktionen, eben ich sage bewusst Reaktionen, die sich gegen das rechte Regime stellen.
was nun mal eine blinde Agierung gegen das Menschliche ist und gegen Personen, wo dann die Leute aufschreien. Die Leute schreien erst dann auf, wenn es darum geht, die Blätter zu bekämpfen, wenn es zu spät ist. Aber die eigentliche Pampe, die braune Scheiße, die wollen sie nicht sehen. Ja? Die eigentlich blind agiert, blind Menschen ausnutzen, blind unser Wohl als ihr Eigenwohl ausnutzt, ja, also sich an dem Wohl aller bereichert, ja, und die Armen immer ärmer werden lässt und die Reichen immer reicher, ja, und es gibt das global gesehen auf der Welt, das ist kein deutsches Problem, das ist ein globales Problem, das sage ich auch immer wieder, weil die Leute es nicht verstehen. Es hat nichts mit den Hautfarben zu tun, nichts mit meiner Haarlänge zu tun, nichts mit meinem Bartwuchs zu tun. Nichts mit meiner Behinderung zu tun, dass es Arschlöcher gibt. Ja. Es gibt rechte Arschlöcher genug auf der Welt. Ja, ihr müsst nur mal die Augen aufmachen und hingucken. Ja, sie verleugnen das immer, sie stellen sich auch da, ich bin kein Nazi. Nein, es hat auch keiner gesagt, dass du ein scheiß Nazi bist. Aber du bist rechts. Ja. Du bist verhaltensgestört. Ja. So, nimm das mal an. Ganz einfach. Du stellst dich gegen anderes mit blinder Ideologie, gegen andere Menschen. Stellst dich über sie und willst sie treten. Das ist rechte blinde Ideologie. Egal, ob das um Perfektionsideologie geht, Glaubensideologie oder anderes. Ja, ihr müsst endlich kapieren, dass es egal ist, wie alt wir sind, wie eingeschränkt wir sind oder wo wir herkommen, welche Hautfarbe wir haben, welches Geschlecht wir haben. Es geht um das Verhalten. Es geht einfach um das Verhalten. Und zu viele Menschen haben halt eine beknackte Fehlbildung, ja. Haben eine beknackte Fehlbildung durch Versäumnis der Eltern, der Lehrer und der Erziehungsberechtigter, Rechtigen seit Jahrzehnten, dass soziale Bildung nicht durchgesetzt wurde. Also fehlt es an Verstand. Ja. Deshalb haben wir eine rechte Pampe, einen Rechtsruck, der sich durchsetzt, weil die Menschen es auch verleugnen und diesen Rechtsruck nicht sehen wollen. Ja, sie sagen, das ist nicht so schlimm und dies und das, doch, es ist schlimm. Es wird immer wieder blind gegen anderes Leben agiert, es wird sogar anderes Leben vernichtet, es wird abgestochen, abgeschossen, es führt hin bis zu Kriegen, dieses rechte Streben, und ihr verneint es einfach, ihr verleugnet einfach die Wahrheit. Ja? Und das hat nichts mit meinen Haaren zu tun, auch wenn es euch nervt. Ja? Ihr seid scheiße, ganz einfach. Ihr seid scheiße. So, und das darf ich ja wohl öffentlich sagen, dass rechts scheiße ist. Ja? Es ist nur leider traurig, dass zu viele Menschen weggucken, weghören, nichts mehr aussagen und ihren Verstand nicht benutzen. Es wäre schön, wenn mehr Menschen an den sozialen Miteinander arbeiten würden, an der Vielfalt, an den Bunden, an der Verschiedenheit und den Respekt untereinander. Und das mal wieder in den Vordergrund rücken, dass wir das brauchen, um wirklich eine, ja, eine soziale, menschliche Existenz überhaupt fördern zu können und haben zu können, auch für nächste Generation. So, damit beende ich den Beitrag und wie gesagt, macht euch den eigenen Kopf, ob ihr schweigende Lämmer sein wollt, die sich nur für das System bücken, die nur irgendwelchen vegetarischen Scheiß in sich reinfressen, weil es ja so gut ist, oder ob ihr wirklich eine Meinung habt und auch eine Position im Leben für das Menschliche einzustehen, für das Soziale, für das Miteinander, für das Verhalten, was wir untereinander pflegen und haben. Ja. Darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Und nicht darüber Gedanken machen, ob meine Haare nun zu kurz oder zu lang sind. Das ist Schwachsinn. So, Peace, bis bald, euer Lord Titan. Und ich hoffe, dass einige Leute wach werden. Es ist auch, wie gesagt, jetzt in YouTube auch. Ich erwähne es nochmal. Ist ja jetzt dieses Kinderdings dadurch, dass es von den US-Gesetzen her entsprechen muss, dass es Kinder, dass Kinder angesprochen werden oder eben Kinder volljährig sind oder sowas. Meine Videos hier sind weder illegal, sie verstoßen nicht gegen Gesetze, auch nicht gegen die amerikanischen US-Gesetze. Es ist meine Freiheit, auch meine Meinungsfreiheit, die ich gebe, und ich benutze meine mediale Freiheit. Ja, und ich spreche mich hier nicht gegen irgendwas Radikales aus, sondern ich sage ganz klar, wo es Probleme gibt, wo es radikale Probleme gibt, die auch Einfluss nehmen in unser Leben. Und das dürfen auch ruhig Kinder hören. Ja?
Kinder dürfen ihren Verstand benutzen, dürfen sich frei entwickeln. Ja? Und das sowohl in der USA wie auch hier in Deutschland. Ja? Euer Lord Titan alias. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann tickt ihr falsch. Ja? Peace. Kranke Scheiße.